Endlich finde ich mal wieder Zeit, um ein Video zu machen. Heute geht es mal wieder um die Präsentation von Fotoprojekten. Nachdem ich in der letzten Serie erklärt habe, wie ich ein Fotobuch von Grund auf selber mache, wird es heute extrem einfach. Ich werde erklären, wie ich ein kleines Zine für meine Projekte mache. Moin, Carsten hier mit einer neuen Folge Carsten erklärt. Heute geht es um Zines. Zine ist die Kurzform von Magazin und ist ein kleines Heftchen. In der einfachsten Form wird es aus einer einzelnen Seite gefaltet, ohne Heften, ohne die Seiten zu beschneiden. Etwas komplexere Zines sind dann kleine Broschüren mit Klammerheftung oder einer Klebebindung. Ihren Ursprung haben die Zines in der Self-Publishing-Bewegung der späten 70er und beginnenden 80er Jahre. Damals kamen Fotokopierer in den Mainstream. Waren an allen Ecken und Enden standen die zur Verfügung und das Vervielfältigen von Texten und Bildern wurde extrem einfach. So entstanden Texte auf der Schreibmaschine und diese wurden mit Hand illustriert und dann auf Fotokopierern vervielfältigt, ausgelegt, verteilt oder per Post verschickt. Ich benutze Zines vor allen Dingen für die Kurzvorstellung von meinen Fotoprojekten, weil sie extrem einfach zu produzieren sind. Ich bevorzuge dabei einfache achtseitige Zines, die sich nur durch Falten eines einzigen Blattes erstellen lassen und bei der man nur einen einzigen Schnitt braucht, um ein kleines achtseitiges Heftchen zu erzeugen. Hier habe ich zum Beispiel ein paar von meinen selbstgemachten Zines hier zu meinem Projekt 1000 Meter Eimsbüttel. Und es hat eine Vorder- und gestaltete Rückseite. Das sind die ersten beiden Seiten. Und dann gibt es ein kleines Heftchen mit entsprechendem Fotolayout. Hier vorne ist noch eine kleine Beschreibung drin, worum es hier eigentlich geht. Und wenn man dieses Teil zweiseitig bedruckt, hat man auf der Rückseite auch noch die Möglichkeit, ein Poster unterzubringen. Das Ganze auf einer A3-Seite, wie heißt das, auf einer A3-Seite gedruckt, ergibt dann ein kleines A6-Heftchen. Nun werde ich einmal kurz erklären, wie das grundsätzliche Layout von so einem Zine, jedenfalls von diesem einfachen achtseitigen Zines aussieht. Und dann geht es um die Art und Weise, wie man das faltet. So, hier habe ich jetzt einmal ein so ausgedrucktes Dummy. Ich habe hier einfach mal die Seitennummerierung so aufgetragen, damit man sieht, worüber ich spreche. Das beginnt erstmal damit, dass die ganzen Seiten auf ein A3-Blatt gedruckt wurde. Das ergibt dann ein A6-Heftchen. Bei dem Papier muss man gleich mal ansagen, dass man hier definitiv zu einem Kompromiss gezwungen ist. Die Grammatur des Papiers sollte irgendwo so unter 150 Gramm pro Quadratmeter liegen. Ab 180 Gramm wird das Falten echt problematisch. Und ab 210 Gramm wird das schon ein echter Akt, eine ordentliche Faltung von dem Papier hinzukriegen. Ich habe hier ein Papier mit einer Grammatur von 140 Gramm, doppelseitigen Inkjetpapier benutzt. Die Bezugsquelle gibt es wie immer unten in der Beschreibung. So, dabei hatte ich auch noch ein wunderbares kleines Erlebnis zwischendrin. Ich hatte festgestellt, nachdem ich feststellte, dass das 200 Gramm Papier echt mühsam zu falten ist, dachte ich, okay, dann bestellst du einfach mal ein paar Papiere zum Testen. Hatte mir irgendwie ein 130 Gramm und ein 140 Gramm Papier bestellt. Hab dann, wie ich das immer mache, wenn ich ein neues Papier in die Benutzung und zum Druck habe, erstmal ein Farbprofil erstellt und dann mein erstes Testzine auf dem 130 Gramm Papier gedruckt. Und ich kriegte einfach keinen ordentlichen Knick hin. Das war alles immer irgendwie krumm und schief. Nicht das Papier sträubte sich sonderlich, aber ordentlich wurde das nicht. Dann habe ich angefangen, es nachzumessen und stellte fest, dass das Papier nicht rechtwinklig geschnitten war. Die kurze Seite eines A3-Blattes sollte eigentlich 297 mm lang sein. Die eine Seite des Papiers war es das auch. Auf der anderen kurzen Seite waren es leider nur 295 mm. Da waren glatte 2 mm Differenz und ich wunderte mich, warum meine Knicke immer schief werden. Das Papier war einfach schief. Ach, Sachen kannst du erleben. Okay, jetzt aber erstmal irgendwie weiter im Text.
Auf der Vorderseite habe ich hier jetzt die 8 Seiten aufgedruckt. Und dabei kann man gleich sehen, dass die Unterseite der jeweiligen einzelnen Zine-Seiten jeweils zu der langen Seite des Papiers hin organisiert ist. Und auf der linken oberen Ecke beginnt es mit Seite 8 und Seite 1. Das sind die beiden Coverseiten vorne und hinten. Und danach läuft es gegen den Uhrzeigersinn mit Seite 2 bis Seite 7 herum. In der Mitte habe ich hier nochmal eine kleine Linie angebracht. Das ist nachher der Teil, wo wir einen Schnitt setzen müssen. So, auf der Rückseite habe ich jetzt hier demoweise einfach Posterpage gedrückt. Aber nun genug der ganzen Geschichte. Was brauchen wir, um jetzt das Zine herzustellen? Ein Lineal zum Schneiden, ein Falzbein, ein Cuttermesser und, was sich immer sehr gut macht, wenn man größere Bögen faltet, ist ein Anschlag. Ich benutze dazu einfach ein etwas längeres Lineal, das ich auf meinem Tisch mit einer Klemme befestige. Wie man hier bemerken kann, kommt das an der Seite ein bisschen hoch. Das ist ungünstig, deshalb beschwere ich das üblicherweise dann noch mit einem kleinen Gewicht, so dass ich mein Papier hier ordentlich gegenschieben kann und im Prinzip einen Anschlag habe, gegen den ich dann falten kann. So, wir beginnen jetzt damit, das Papier als erstes über die kurze Seite zu falten. Dazu beginne ich mit der Posterseite nach oben, lege es rüber und halbiere einfach die kurze Seite. Kontrollieren wir nochmal von der zweiten Seite, ob das auch übereinander liegt. Das passt alles wunderbar. Und dann bringen wir hier eine ordentliche Falze ein. So, als nächstes halbieren wir jetzt diesen Streifen, der schon mal A6 hoch ist, und falten ihn noch einmal rüber. Das kann man wieder mit dem Anschlag machen. Je nachdem, wie die Faserrichtung des Papieres ist, sträubt sich die eine oder die andere Faltungsrichtung ein bisschen. Das muss man dann sehen, wie das wie die Faserrichtung ist. Das spürt man einfach beim Falten. Wenn das Papier sich jetzt sträubt, muss man beim Falten ein bisschen vorsichtiger sein und es im Prinzip langsam dazu bringen, sich der Faltung zu ergeben. Und jetzt sehen wir hier schon, dass wir jetzt hier unsere Seite 1 und 8 haben. Und das falten wir jetzt nochmal, und zwar so, dass Seite 2 und 3 innen liegen. Können wir wieder dagegen halten. Und vorsichtig zurechtfalten. Und hier sieht man jetzt auch, was passieren würde, wenn man deutlich dickeres Papier hat. Es wird schon ein bisschen schwierig, das zu falten oder dort einen ordentlichen Knick hineinzubekommen. So, wenn wir das jetzt irgendwie soweit gefaltet haben und die Seitenknicke eingebracht haben, falten wir das Ganze wieder auf. Und wenn wir sauber gearbeitet haben, kann man jetzt hier wunderschön sehen, liegt unsere Faltung auch direkt auf der eingezeichneten Mittellinie. Da müssen wir jetzt einen Schnitt setzen. Und zwar genau beginnen zwischen den Seiten 6 und 7, beziehungsweise 1 und 8, bis hinüber zwischen den Seiten 4 und 5. Wir nehmen also unseren Knick als
Maß und ziehen dann unseren Cutter hier rein. Setzen einen sauberen Knick. So, und jetzt sind wir eigentlich auch schon fast fertig. Wenn wir das jetzt hochklappen, sehen wir zu, dass die Seiten, der Knick zwischen Seite 1 und 2 und zwischen Seite 5 und 6 nach außen geht. Das heißt, dieser Knick, den wir hier schon reingefaltet haben, den müssen wir einmal drehen, dass die Faltung in die andere Richtung geht. Dann kann man das wieder so als Streifen zusammennehmen, stellt es hoch. Ich habe hier nicht ordentlich geschnitten. Ah, das war nur so ein... Mal schauen. Die Klinge könnte ich auch mal wieder tauschen. So. Jetzt können wir das zusammenlegen. Und falten das einfach nochmal schön zusammen und haben jetzt hier unser Heftchen. Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und Seite 8. Wenn sich das jetzt ein klein bisschen verzogen hat, wie das hier der Fall ist, weil wir die Knicke in die andere Richtung gezogen haben oder so, dann kann man das nochmal da, wo es sich ein bisschen sträubt, in die Richtung ziehen. Und in der Mitte haben wir dann unsere Posterseite mit einem einfachen Schnitt in der Mitte. Aber das ist ja für so ein Demo egal. So, und damit ist jetzt irgendwie die Herstellung von so einem Zine super einfach. Im nächsten Video werde ich euch zeigen, wie man mit den Layout-Vorlagen, die ich in Affinity Publisher gemacht habe, arbeitet. Und danach könnt ihr dann eure eigenen Zines machen. Könnt ihr natürlich auch jetzt schon anfangen, auch ohne Vorlagen. Könnt ihr einfach auf einer A3-Seite malen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Like da, drückt auf die Klingel und so den üblichen YouTube-Drill. Und ich wünsche euch viel Spaß, baut ein paar nette Zines und bis zum nächsten Mal.